Moin, hallo und willkommen zurück zu Time Mysteries Inheritance, der erste Teil sozusagen. Ich gehe mal ins 17. Jahrhundert. 20. Mai 1650. Okay. Ach du meine Güte, das fängt ja schon wieder gut an hier. Sehr schöne Figur. Da kommt auch kein Wasser raus. Ich brauche einen Schmetterling, Handschuh, Marienkäfer. Das ist ja schon wieder... Oh Mann. Wo fange ich dir jetzt bloß an? Ich weiß es nicht. Ein Schwertpistole, Zahnrad, Turm, Birne, Flöte. Flöte. Fangen wir da mal an. Schmetterling. Pistole. Was brauchen wir noch? Halskette, Zahnrad, Schwert. Da ist ein Schwert. Halskette? Ne, ist eine Armband, okay. Wo ist denn die Halskette? Da ist die Halskette. Ein Zahnrad. Wo will ich denn hier ein Zahnrad verstecken? Geschweige denn den Marienkäfer. Da ist der Marienkäfer. Zahnrad. Den Turm. Eine Birne. Gute Frage. Ist eine Birne zum Essen mit gemeint oder ist damit eine Glühbirne gemeint? Jetzt zum Essen. So, jetzt brauche ich noch Handschuhe. Das ist keiner dabei, ne? Da sind die Handschuhe. So, jetzt brauche ich noch das Teleskop. Das Teleskop. Wo kann das Teleskop denn sein? Oder meine ich damit ein Fernrohr vielleicht irgendwo hier? Das ist ein Gewürzding, glaube ich. Ein Teleskop, das ist ein Tennisschläger. Das weiß ich gar nicht hier. Eine Gitarre ist das nicht. Wie heißen die? Da ist was versteckt. Okay, ein Zahnrad habe ich gefunden. Hier scheint etwas zu fehlen, okay. Das ist ein Ei, das gehört hier hin. Okay. Das Wasser des Bassins ist kalt und klar. Da fehlen Zahnräder. Repariere den Zahnradmechanismus, okay. Wissenschaftliches Labor, ach du meine Güte. Es fehlen einige Geräte. Der Mann im Gemälde ist Sir Bassett, ein Justizangestellter. Der Mann kommt mir verdächtig vor. Er kommt mir bekannt vor. Ich muss wohl mit Hilfe von Chemie den Kamin hochjagen. Echt jetzt? Was ist das? Ein Thermometer? Ich muss diese Dinge finden. Maschine des Zeitreisens. Hey, die ist die Nachricht für mich. Sammle alle Ringe ein und triff deinen Vater im Kurzwarengeschäft, Großvater. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich sehe hier nichts, was ich hier brauchen könnte. Da ist natürlich nichts, ne? Kommt das kaltes Wasser für das Chemielabor. Okay. Kaltes Wasser kann ich nicht hier holen, oder? Kaltes Wasser. Das ist Musik, ne? So. Okay, jetzt hier. Kaltes Wasser. Kleine Flasche. Ich versuche etwas anderes. Ich weiß ja nicht mal, was hier abgeht gerade. Das kommt dahin. Thermometer. Wo muss ich das hinquetschen, das Thermometer? Keine Ahnung. Da.
Die rote Flasche kommt dahin, das Thermometer kommt da oben drauf. Okay, die Flasche da unten hin. So, und jetzt muss ich, was muss ich hier machen? Da hat grünes Zeug, okay. Ich habe aber kein grünes Zeug, was mache ich denn dann? So wie er es platziert. Blaues Wasser drin ist rot, das Thermometer ist dran, ja, die Flasche habe ich gesetzt, ist alles da. Und jetzt? Kann ich zugucken hier, wie nichts passiert. Hm, das ist aber verdächtig. Verdächtig, verdächtig. Nachricht ist für mich, okay. Das ist schwierig, muss ich zugeben. Also das ist ein... Oh, da. Das ist echt schwierig. Da. De Arte Chemie. Okay. Achso, ich muss es einstellen, warte mal. Die Kerze fehlt. Ich muss nur einige Chemikalien hinzufügen, um eine Reaktion zu starten. Jetzt muss ich noch Chemikalien finden. Echt jetzt? Da ist ein Zahnrad. Das ist ja gerade mal mega komplex hier schon wieder, dass das nicht verdingstet wird, ne? Verstehe ich nicht. Wenn ich mir das angucke, fehlt da noch eine Menge. Der Flüchtige aus der Zukunft war wohl doch hier. Die Handschuhe sind kaputt. Der hat seine Ausrüstung verloren. Ich brauche noch mehr Chemikalien, aber wo finde ich die restlichen Chemikalien? Da leuchtet es irgendwie. Ich muss einige Chemikalien hinzufügen, um eine Reaktion zu starten. Hier. Kann ich hier nicht zufügen? Kann ich die hier draufstellen? Nee. Ich weiß ja nicht, wo ich die einfüllen soll hier. Da rot, blau, das ist Thermometer, grün, da leuchtet die Kerze. Kerze ist da. Hier. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich habe eine Chemikalienflasche, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Wenn da steht Chemikalien, ist das für mich ein Zeichen, dass es mehr sind. Du siehst aber nichts, was du brauchen könntest. Das raffe ich gerade nicht. Das ist das krasseste Wimmelbildspiel, was ich je gespielt habe, muss ich zugeben jetzt hier. Das ist schwer zu checken. Hier war auch nichts mehr zu finden, ne? Der Wetterhahn? Nö, das ist alles... Ich krieg die Krise hier. Kann ich mir nur am Kopf kratzen gerade. Chemikalienflasche. Ja, kann ich hier nirgendwo einfüllen, weil ich nicht weiß, wo das rein soll, ne? Echt jetzt? Jetzt muss ich das pumpen. Okay. Das ist nicht korrekt. Was? Ventil aufmachen, bevor es zu spät ist, okay? Dass einem da nichts gesagt wird, verstehe ich schon nicht ganz. Nitroglycerin habe ich jetzt hergestellt. Das ist ja das. Wow. Jetzt habe ich den Kamin kaputt. Ach du meine Güte. Wer? Ich frage nicht. Frag nicht. Gabeln. Da ist eine Gabel. Die zweite sehe ich gerade nicht. Messer, Spritze. Ist das eine Spritze? Jo.
Eine Lupe, ein Ring, ein Brief. Der Ring ist hier versteckt, ja? Da. Ne, das ist ein Schuh. Okay, wo ist denn der Ring? Da ist ein Zahnrad. Ein Amethyst. Eine Lupe. Münzen muss ich auch noch finden. Ach du meine Güte, da ist eine Münze. Das ist doch eine Münze. Das ist eine Münze, sag ich. Das ist keine Münze, okay. Da ist der Ring. Den Brief. Löffel brauche ich zwei. Die haben wir hier. Die waren schwer zu finden. Eine Gabel muss ich finden. Hier ist noch ein Messer. Da ist die Gabel. Ein Schürhaken muss ich jetzt noch finden. Ist das ein Schürhaken hier? Nein. Keine Ahnung, was das ist. Das ist aber auch schlecht zu sehen, muss ich zugeben. Das ist ein Schürhaken. Ich brauche immer noch zwei Münzen. Hier ist noch eine Münze. Ich hätte gesagt, das ist eine Münze, aber das zählt nicht. Da ist eine Münze. Okay, ist hier noch was zu finden? Ich glaube nicht. Aber das reicht ja nicht. Ich habe da nur vier Zahnräder gefunden. Ach doch, jetzt zählt das schon. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ich muss die... so setzen, dass die okay, da drehst du dich, aber hier fehlt ja noch irgendwie, ne? Das Ding ist auch schon total ausgeleiert. Ich muss doch beide zum Drehen bringen. Achso. Okay, da ist der Ring. Und was muss ich jetzt machen? Ah. Ach du meine Güte, jetzt muss ich das hier... Oh, nö. Ich krieg die Krise. Das muss in die Mitte, ne? Das kann ich nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss das da draufsetzen, aber das geht ja nicht. Kann ich nicht runternehmen. Kann. Okay. So, jetzt habe ich den Ring mitgenommen. My grandfather left me a note in the manor. Really? What did it say? He said I must collect the rings and meet with father at the haberdashery. I know your grandfather to be a serious man. You must do as he says. Ball, are you forgetting something? My father was kidnapped. How am I supposed to meet with him? Time and time travel are very complex matters. Let's just take care of finding the next ring for now. But where should we look for it? Didn't you notice your great-grandfather was a court clerk? Go to the 15th century and look for him. Natürlich, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich setze mal den Ring ein hier, der da hinkommt oder so, okay. Muss ich den ganzen kalibrieren? Ach du meine Güte. Sehr, sehr nahe Sautet, muss ich zugeben. Aber das muss ja mega schwer sein, sowas zu tragen hier. So, gucken wir mal. Wir haben hier ein paar Sachen. Das ist zum Beispiel nicht korrekt. Die Vögel. Die sehen korrekt aus, okay. Das ist okay. Da ist was im Fenster. Da nicht. Da liegen noch Bälle. Da liegen keine. Hier sind zwei Schläger. Da ist nur einer. Da ist ein Apfel. Da ist keiner. Was haben wir denn noch? Das muss doch noch irgendwas hier sein, was auffällig ist eigentlich. Es fehlen noch ein paar Dinge. Die Puppe, also hier Frosch. Schirm. Cricketschläger und Bälle. Das ist alles identisch. Okay, die Figur ist in Ordnung.
Ne, die Figur ist nicht in Ordnung. Hier, da fehlt was. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil irgendwas in der Figur hätte normalerweise wahrscheinlich auch sein müssen und ist ja auch. So, jetzt brauche ich noch eine Sache. Ich hätte gesagt, die Vögel noch, weil die Vögel stechen so heraus. Ah, die gucken alle in die richtige Richtung und haben eigentlich auch die richtige Farbe. Von daher ist da nichts, ne? Die stechen aber so für mich heraus, dass ich sagen würde, da stimmt was nicht. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Am Haus ist auch nichts? Nee. Das ist okay, das ist okay. Das habe ich schon gemacht. Da war auch nichts mehr. Da habe ich schon was gemacht. Noch was im Koffer vielleicht? Hier sind zwei Äpfel. Nee, am Koffer war ja was. Hier sind noch zwei Frösche, aber da war ja auch nichts. Jetzt fehlt mir echt eine Sache. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Na komm schon, das muss ich noch rausfinden. Hier, irgendwas ist hier nicht korrekt. Eine Sita ist das auch nicht, ne? Die Gitarre hier? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt komme ich voll durcheinander. Irgendwas ist hier noch nicht korrekt. Die Puppe liegt da richtig, ne? Ja, die hat auch zwei Beine. Die Frösche sind okay. Das Grün ist okay. Liegt noch ein Zeitungsverschnitt. Da liegt noch irgendwas. Die Decke. Der Schläger. Der Korb. Mit den beiden Äpfeln drin. Da lag noch ein Äpfel, der gehört da nicht hin. Hecke. Du hast sie nicht. Ich versuche noch irgendwas bei dir zu finden. Hier muss ich zu geben, aber da war ja nur der Arm. Da waren die drei Bälle. Die Kugel. Okay, das wird langsam echt schwierig, habe ich das Gefühl. Oder ich sehe es halt einfach nicht. Da muss noch irgendwas sein. Irgendeine Kleinigkeit. Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Der Regenschirm auch nicht? Nee, eigentlich nicht. Ne? Der ist auch identisch, oder? Wenn da jetzt noch irgendwas schief wäre, dann hätte ich aber die Krise gekriegt hier. Das Wasser. Okay, jetzt geht's wieder in den Archivraum. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.